Ich gebe dir in dem Video 6 Tipps, wenn du in dem Jahr 2022 mit deinem YouTube-Kanal durchstarten willst. Ich bin Sigi Eichhorn, du bist auf dem Kanal Siegfried Eichhorn und auf meinem Kanal dreht sich normalerweise alles um das Thema Fotografie oder Film. Aber ich habe im Laufe der Jahre schon einiges an Erfahrungen sammeln können und vielleicht kannst du dadurch profitieren. Der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, schau nicht zu oft auf die ganzen Klickzahlen, wer sich deine Videos angeschaut hat. Ob das Video überhaupt performt, ändere nicht das Thumbnail oder die Beschreibung. Lass die Videos einfach ruhen, weil das frisst dir sehr viel Zeit. Und ich kann dir versichern, bei den ersten 15, 20 Videos wirst du kaum Klicks kriegen, weil keiner kennt dich, keiner kennt diese Videos, die werden auch nicht gefunden. YouTube honoriert viele Videos und dann irgendwann mal werden diese Videos vorgeschlagen und dann werden sie auch angeschaut. Von alleine passiert da nichts. Also verschwende keine Zeit in Klicks nachschauen. Antworte aber auf Kommentare, wenn du welche kriegst. Da kannst du eine Benachrichtigung einstellen für dich. Da kriegst du immer eine E-Mail, wenn Kommentare reinkommen. Und wenn die sinnvoll sind, antworte darauf, weil da baust du eine Zuschauerbindung auf. Tipp Nummer 2, fang mit kleinem und günstigem Equipment an. Ich kenne nämlich welche, die sagen, ach, ich muss erstmal sparen auf eine neue Kamera und dann kann ich mit meinem YouTube-Kanal voll durchstarten. Das ist aber völliger Bullshit. Smartphone reicht völlig, wenn man eine gute Story zu erzählen hat. Oder nimm einfach eine Action-Kamera, wenn du eine hast. Achte aber auf guten Ton. Kauf dir so ein Lavalier-Mikrofon, das kannst du ganz easy mit dem Handy, mit dem Smartphone verbinden oder auch mit der Action-Cam, mit einem Adapter. Weil guter Ton ist unheimlich wichtig in deinen Videos. Tipp Nummer 3. Fokussiere dich nur auf die Dinge, die du selber beeinflussen kannst. Hör auf, dich mit anderen Kanälen zu vergleichen, die vielleicht ähnlichen Content irgendwie produzieren, die vielleicht auch noch viel größer sind als dein Kanal. Schau nur auf dich und auf deine Ideen und konzentriere dich auf die Planung des nächsten Videos. Der Algorithmus macht es schon von alleine. Wenn dein Content wirklich gut ist, ja, dann wird YouTube deine Videos den Leuten vorschlagen und es wird auch angenommen. Ich verspreche es dir. Tipp Nummer 4 ist ein ganz, ganz einfacher. Produziere deine Videos und lade sie in einem ganz bestimmten Rhythmus hoch. Vielleicht fängst du erst mal an, ein Video alle 2 Wochen hochzuladen. Wenn du Routine in der ganzen Sache und die Zeit hast, kannst du auch ein Video pro Woche hochladen. Am besten auch am Wochenende, weil da die meisten Zuschauer einfach auf YouTube sind. Du könntest aber auch Videos vorproduzieren, die hochladen, aber auf öffentlich und sichtbar erst in der Zukunft stellen. Das Ganze hat einfach den Hintergrund, die Abonnenten von deinem Kanal sind es von den Serien her gewöhnt, dass immer wieder neuer Content kommt. Ja, danach lechzen dann die Leute. Und wenn du dann mal 2 Monate nichts hochlädst, sind die Leute weg, weil die wollen ja dich sehen und deinen Content und schalten immer mal wieder auf YouTube ein und sehen, wieder kein neues Video, zack, hast du das Abo wieder verloren. Also produziere ruhig auch mal vor und lade die dann wirklich im Wochenrhythmus oder im 2-Wochen-Rhythmus hoch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil ich habe das früher falsch gemacht. Ich habe wann auch immer mal ein Video hochgeladen, manchmal 2 auf einmal, also keine Konsistenz drin, 0, weil ich einfach daran nie gedacht habe. Tipp Nummer 5. Du und dein Kanal, ihr seid einzigartig. Deswegen bleib du selbst, bleib authentisch und hör auf, von anderen großen YouTubern irgendwelche Sachen zu übernehmen oder die zu imitieren. Das steht keinem gut und das merken auch die Zuschauer. Die sind ja wegen dir da und nicht wegen einer Kopie von XY-YouTuber. Und der 6. wichtigste Tipp ist Geduld haben. Also gib deinem Kanal wirklich die Zeit zu wachsen. Lade ein paar Videos hoch und YouTube wird das Ganze honorieren. Wenn YouTube merkt, dieser Content Creator produziert immer wieder Videos, dann werden deine Videos auch tatsächlich vorgeschlagen. Ja, dann hast du so eine Art Vertrauensvorschuss, kann man sagen. Fast niemand schafft es, ein virales Video hochzuladen und dann hat er die zigtausend Likes oder Klicks auf dem Video. Und wenn er das tatsächlich schafft, was eigentlich nie vorkommt, dann ist es super schwer, sowas zu toppen. Und dann wird der Kanal wieder untergehen, da ist man demotiviert. Besser ist es tatsächlich, wenn man langsam wächst. Überleg dir auch einen Plan. Was willst du überhaupt mit deinem YouTube-Kanal machen? Möchtest du Entertainer sein? Ja, oder möchtest du Influencer werden? Oder willst du einfach nur viele Abos haben? Überleg dir das bei jedem Projekt, welches du hochlädst. Und du kannst auch deinen Plan im Laufe der Monate auch ändern, wenn du merkst, dieses Video läuft viel, viel besser als das andere Video. Änder den Plan, das macht nichts, weil du hast
im Laufe der Zeit wirklich Erfahrung gesammelt im Produzieren von Videos, im Sprechen vor der Kamera. Und dann fällt es dir immer, immer leichter, neue Videos einfach zu produzieren. Und ich glaube sogar, YouTube funktioniert am besten bei dem Thema Entertainment, also Unterhaltung oder Bildung. Vielleicht ist ja dein Kanal auch eine Mischung von beiden. Kann auch nicht schaden. Aber ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Produzieren von deinen neuen Videos. Und wenn du Fragen hast, stell die gerne unten in den Kommentaren. Ich kann da aus Erfahrung vielleicht auch antworten und dir noch weitere Tipps geben. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dein Sigi vom Ammersee. Thank you.